Hallo und herzlich willkommen hier aus der Saarlandhalle zum Tischtennis Champions League Finale 2024. April, April? Nein, es ist kein Scherz. Es ist auch keine Wiederholung. Es ist die Wahrheit. Es ist die Neuauflage des Finals zwischen Borussia Düsseldorf und dem ersten FC Saarbrücken. Zwischen dem Rekordsieger, der sechsmal erfolgreich war, und dem Titelverteidiger hier aus dem Saarland. Und was kann schöner sein, als an diesem 1. April die beiden noch einmal zu erleben im Aufeinandertreffen, zusammen mit über 2000 Zuschauern. Und ich verrate Ihnen was. Auch Ihr Reporter Frank Grundhefer bleibt jetzt bei der Wahrheit bei diesem spannenden Match. Viel Spaß. So ist es, Thomas. Sie können Ihren Augen trauen nach am 1. April. Das sind nicht Bilder vom letzten Jahr. Nee, das ist ganz frische Ware. Wieder Saarbrücken gegen Düsseldorf und wieder Darko Jokić gegen Dank You. Beide eröffnen dieses Finale. Der Düsseldorfer im letzten Jahr zweimal erfolgreich gegen Darko Jokić, aber hier sieht's von Beginn an besser aus. Sie sehen den Spielstand 9:8 für den Saarbrücker und hier holt er sich den ersten Satzball vor den 2000 in der Saarbrücker Saarlandhalle. Kann er sich den ersten Satz hier schnappen? Nee, Vorhand geht ins Netz. Thank you. Die Nummer 10 der Welt gegen die Nummer 15, Darko Jokić. Also Tischtennis auf Weltklasse-Niveau. Und noch ein Satzball für Jokić. Und da schnappt er sich den ersten Satz. Saarbrücken liegt vor. Und das wird ihm gut tun, wird ihm Selbstvertrauen geben. Und das ist auch so, denn Sie sehen es unten links. 8:3, zweiter Satz für Darko Jokić, der zieht jetzt durch. Thank you. Mit einem kleinen Leistungsknick in diesem Jahr nach der Weltmeisterschaft. Im Aus im Viertelfinale. 9:3. Und auch hier wieder die Möglichkeit, sich den Satzball zu holen. Und das gelingt, die Vorhand. Nicht unbedingt sein Paradeschlag, das ist eher die Rückhand. Aber hier trifft er sie voll und satt. Aber den ersten Satzball kann Dank You abwehren. Penholdergriff bei Dank You, ungewöhnlich in der Weltspitze. Er perfektioniert diese Spielweise, hat aber jetzt 6 Satzbälle gegen sich. Und den schiebt er einfach ins Aus. 2-0. Na klar gefällt das auch der Saarbrücker Bank um Erwin Berg, den FCS-Macher. Aber dann dreht sich die Partie ein bisschen. Jetzt 4:1 Vorsprung, dritter Satz für Dank You. Er findet sein Spiel plötzlich wieder. Gestern mit einem glatten 3-0-Erfolg sein Team hierher gebracht. Und dann hat er Satzball und der sitzt. Dank You kann verkürzen. Gehen wir nochmal durch. 11-9, 11-4 für Jokić, jetzt 11-6 für Dank You. Und rein in den vierten Satz. Und da hat jetzt Darko Jokić wieder seinen Satz und Matchball. Er führt mit 10:8. Gelingt ihm die Revanche für die Niederlagen im letzten Jahr. Ersten Satzball, Matchball kann Dank You abwehren. Aber natürlich die komfortable Situation für den Saarbrücker. Er liegt 2-1 vorn. Und nur ein Punkt trennt ihn von der Führung für den FCS. Nochmal geht die Vorhand ins Netz. Ausgleich. 10 beide. Kann Dank You tatsächlich das Ganze hier nochmal drehen? Schöne Rallye. Dank You, der bestplatzierte Deutsche in der Weltrangliste mit Platz 10. Netzaufschlag. Satzball oder weiter Matchbälle für Darko Jokić, den Slowenen des FCS. V
voll auf den Körper, die Vorhand von Dank Yu. Kriegt Jorgic nicht mehr auf die Platte. Bisschen hochgestellt und sofort packt er zu, Dank Yu. Satzball für den Düsseldorfer. Kann er hier zum 2-2 ausgleichen. Aufschlag, Dank Jorgic. Wieder Netzaufschlag. So, und da kommt die Rückhand. Die ist absolute Weltklasse. Wieder Ausgleich. Rückhand, Topspin. Keine Chance für Dank Yu. Nochmal über den Ausgleich. Und es ist wieder diese Rückhand, die den entscheidenden Unterschied hier macht. Matchball für den Saarbrücker. Der Vize-Europameister von 2022 kann den FC jetzt erneut in Führung bringen. Und jetzt gelingt es, weil die Rückhand von Dank Yu im Auslandet. Und schauen Sie diese Emotionen an, ja. Ihm gelingt die Revanche für die Niederlagen im letzten Jahr. Saarbrücken 1, Düsseldorf 0. Und Darko Jorgic feiert sich und sein Team und das gemeinsam mit dem Publikum hier beim Heimspiel. Was für Bilder, das Publikum nochmal animiert und draußen, da wartet Patrick Franziska zum Gratulieren. Aber der wartet auch jetzt auf seinen Auftritt. Match Nummer 2, Patrick Franziska gegen Anton Schellberg. Und schauen Sie auch hier auf den Spielstand. 8:1 für Franz, wie er genannt wird. Jetzt 9:1. Letztes Jahr 3 Duelle im Champions-League-Finale. Glatte Bilanz für Franziska. Und auch diese Rückhand sitzt wie bei Darko Jorgic, der Paradeschlag. Er nimmt deutlich mehr Risiko als jeder andere Spieler in der Weltspitze und kommt durch. Er hat hier 9 Satzbälle im ersten Durchgang. Und auch der sitzt wunderschön, Linie runter. Vielen Dank. 11:1. Nochmal Hin- und Rückspielsiege für den Saarbrücker im letzten Jahr im Champions-League-Finale. Und auch im Golden Match hat er gewonnen und draußen muss Düsseldorfs Coach Danny Heister mal ins Gespräch mit Anton Schellberg. Ein bisschen warten. Wenn das schnell rangeht, ist es schwierig. Ein bisschen warten, gucken vielleicht eine oder die Suche nach einer Lösung. Deftige Ohrfeige, dieses 1:11 aus Düsseldorfer Sicht. Zweites Spiel. Und wieder liegt Franziska vorne. Jetzt ist es ein bisschen knapper, 9:8. Aber er hat die Möglichkeit auf den Satzball. Und auch den holt er sich wieder über die Rückhand. Er läuft so hochtourig. Er ist die Rückhandmaschine aus Saarbrücken, Patrick Franziska. Kann hier auf 2:0 stellen. Der Satzball für Franziska. So, den kriegt er. Doch, er kriegt ihn. Nein, doch, wir schauen nochmal. Jawohl, er entschuldigt sich, denn der Ball hat tatsächlich noch die Kante touchiert. Frustgesicht bei Anton Schellberg. Satz für Patrick Franziska. Klar, hier ein bisschen Glück im Spiel. Und da kriegen wir gleich nochmal die Zeitlupe. Und dann sehen wir es genau. Achtung, hier die Rallye. Beide mit Volldampf unterwegs. Und dann die Rückhand. Ja, da sehen wir es noch ganz zart. So, Zwischenanalyse. Mit Wang Shi, dem Coach des FCS. Oder, weißt du, und der muss einmal Banane, muss einmal. Einmal muss ich hin, ja. Und in Rückhand oder in einmal muss ich noch hin, Sie haben es gehört. Das heißt, ja, im Grunde noch einen Satz gewinnen. Da liegt der FC hier mit 2:0 vorne und es sieht gut aus. 8:6 für Patrick Franziska im dritten Satz. Wieder dominiert er diesen Durchgang. Schellberg zu Beginn zwar vorne, aber hinten raus dann jetzt ganz bitter für den Schweden.
Zwei Champions League-Titel hat er mit der Borussia schon gewonnen. Seit 8 Jahren spielt er für die Borussia. Patrick Franziska, in Anführungszeichen, erst ein Champions League-Titel. So, und da sind die Matchbälle. 1, 2, 3 und 4. Brust raus, sagt Wang Shi. Bei Patrick Franziska stimmt hier alles. Seine Rückhand, seine Vorhand. Er ist ganz schnell auf den Beinen unterwegs. Und hier holt er sich das Match. 3:0 für Patrick Franziska. Wie schon im letzten Jahr. Franziska ist für Schellberg in einem Champions-League-Finale nicht zu bezwingen. Und er packt den zweiten Punkt für Saarbrücken obendrauf. Läuft für den FCS. So, und dann eine Überraschung in der Aufstellung. Denn Saarbrücken bringt jetzt Yuto Muramatsu. Gestern war noch Eduard Ionescu an der Platte. Aber heute muss sich der Japaner Mr. Tischtennis stellen. Timo Boll im Duell mit dem Saarbrücker. Und schauen Sie, das ist eine kleine Überraschung. Denn der führt hier, der Saarbrücker, mit 10:8 im ersten Satz. Damit hatte hier wirklich in der Halle kaum jemand gerechnet. Der Abwehrspezialist aus Japan. Kann der sich hier den Satz sichern gegen Timo Boll? Ja, kann er. Denn die Vorhand von Timo Boll, sie landet im Aus. Das Abwehrbollwerk gegen das Tischtennisbollwerk. Aber der dreht dann plötzlich diese Partie. Geht mit 2:1 in Führung, liegt jetzt 9:6 vorne. Satz 2 und 3 und auch 4 dominiert der 43-jährige Timo Boll. Der Tischtennisgott aus Düsseldorf. Und hier holt er sich die Matchbälle. Er ist eine Nummer zu groß für Yuto Muramatsu. Timo Boll, er will nach Paris, er will zu den Olympischen Spielen. Und deshalb dreht er hier nochmal voll auf und schnappt sich dieses Spiel. 3:1 für Timo Boll. Und somit saugt sich Düsseldorf tatsächlich nochmal ran. 2:1 jetzt, aber immer noch für den ersten FC Saarbrücken. Und da muss Patrick Franziska wieder ran, jetzt im Duell mit Dank Yu. Erstes Spiel hatte Dank Yu ja mit 1:3 verloren gegen Jorgic. Franziska dagegen mit dem Big Win gegen Anton Schellberg. Der Saarbrücker in unfassbarer Form und voller Selbstvertrauen. Und schauen Sie sich dieses Tischtennis an. Auch wenn der rausgeht. Es bleibt hier in der Saarlandhalle bei Tischtennis auf absolutem Weltniveau. 1:0 für Franziska. Und wieder diese Rückhandpeitschen. 2:0. Beide ja letzte Woche noch unterwegs beim WTT-Turnier in Korea. Reisestrapazen. Jetlag in den Knochen. Gilt aber eben für beide, aber Franziska kommt da offensichtlich besser mit zurecht. Übers Netz. Ja, Patrick Franziska mal long geschlagen, oft schon aufgeschlagen bei den WTT-Turnieren und auch gestern oft schon besiegt. 3:1 für den Saarbrücker. Von 25 auf 16 hochgesprungen in der Weltrangliste. Auch er will natürlich nach Paris und er will sich zeigen und das tut er. 9:4 liegt er vorne hier im ersten Satz. Und nochmal zur Erinnerung. Saarbrücken führt hier mit 2:1. Solltet Patrick Franziska dieses Spiel für sich entscheiden, ist Saarbrücken wieder Champions League-Sieger. Aber soweit sind wir noch nicht. Fünf Setzbälle. Satzbälle für Franziska. Auch da bleibt er wieder hängen. Um das nochmal zu schärfen. Hier spielt die Nummer 16 der Welt gegen die Nummer 10. Viel mehr geht eigentlich kaum. Und dann verzieht Dank Yu.
1-0 für Patrick Franziska. Mit 11-6 nimmt er sich den ersten Durchgang. So, aber im zweiten Satz, ja, da findet Danqiu zurück, führt jetzt mit 9-4. Franziska unter Druck. So, den schiebt er aber mal ganz schön raus, Danqiu, nach Ballonabwehr von Patrick Franziska. 9-5. Trotzdem immer noch ein ordentlicher Vorsprung für den Düsseldorfer. Verfehlt. Und jetzt Satzbälle für den 27-jährigen Düsseldorf. Ja, Franziska wehrt sich mit allem, was er hat. Glaubt er noch an sich? Immer noch 4 Satzbälle für den Q. Was für ein Ballwechsel. Für Normalsterblichen mit dem Auge gar nicht zu sehen. Und die Jungs hier kommen noch mit den Schlägern ran. Dann ist es auch für Danqiu ein bisschen zu schnell. Aber immer noch die Satzbälle und jetzt macht er es zu. 11-7 und auch Satz 3 geht an Danqiu mit 11-8. Ja, Spiel kippt dann eindeutig in die Richtung des Düsseldorfers, der total stabil wirkt gegen einen sehr, sehr guten Patrick Franziska. Und es bleibt bei Wahnsinnstischtennis. 6-4. Ein Genuss für Tischtennis-Fans. So, und dann hat er Matchball. Danqiu ist hier ein Tick stärker. Und es geht wirklich bis ans Maximum. Ausgleich 2-2. Und dann muss dieses Spiel jetzt die Entscheidung bringen. Darko Jorgic gegen Anton Schellberg. Spielstand 2-1 für den Düsseldorfer. 9-8. Und jetzt hat er Matchbälle. Es sieht nicht mehr gut aus für Saarbrücken. Danqiu besiegt Franziska und Schellberg hat jetzt 2 Matchbälle gegen Darko Jorgic. Der FC mit dem Rücken zur Wand. Die Düsseldorfer oben auf. Werden die gleich hier den Pokal in den Himmel der Saarlandhalle hochrecken. Zur ersten Matchball kann Darko Jorgic abwehren. Wuchtig! Und das ist jetzt ein echter Tanz auf der Rasierklinge. Ich will nicht an seiner Stelle sein. Alles oder nix, hopp oder top. Es ist top! Er kann ausgleichen! Das ist ja Wahnsinn! Der wehrt die Matchbälle ab! Schon im vergangenen Jahr war Darko Jorgic im Golden Match der Matchwinner für Saarbrücken. Kommt der wieder zurück? Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Führung für den Saarbrücker. 11-10. Da muss man diese Floskel bemühen. Der hat Nerven aus Drahtseilen. Kaum auszuhalten. Matchbälle gegen sich. Jetzt liegt er vorn. Und er holt sich diesen Satz zurück. Er schafft den Ausgleich. 2-2. Es geht in den 5. Satz hinein. Da treibst dir die Schweißperlen auf die Stirn. Der 5. und entscheidende Satz. 2-2. Wer hier den 6. Punkt als erster macht, der hat dieses Match gewonnen.
Und der ist nicht mehr dran. Ist er dran? Wir kontrollieren. Anton Schellberg hofft, aber ja, aus Saarbrücker Sicht ein bisschen Pech. Wohin das Glück für den FC? Und hier sehen wir es, er ist noch dran. Die Führung für den Schweden. Das ist an Tischtennis Wahnsinn. Kaum noch zu überbieten. Und diese Rückhand von Darko Jorgic. So giftig die Linie runter. Keine Möglichkeit für Anton Schellberg. Ich hoffe, sie bleiben angeschnallt. 3:3. Nochmal, wer als erster den sechsten Punkt macht, der hat gewonnen. Und dann ist sein Team Champions-League-Sieger in Saarbrücken. Netzaufschlag. Die treiben es hier auf die Spitze. Er kriegt alles zurück. Darko Jorgic kriegt alles zurück. 4:3 für den Slowenen in Reihen des FCS. Mit der Vorhand hat er ihn da rausgetrieben und in die Defensive gebracht. Noch 2 Punkte und Saarbrücken hat dieses Spiel nochmal gedreht. Hier kriegst du ein Schleudertrauma beim Zuschauen. 5:3 für Darko Jorgic. Er hat Matchbälle für den FCS. Was für ein Spiel, was für ein Spieler. Und er holt sich den Punkt und rauf auf die Platte. Der erste FC Saarbrücken verteidigt seinen Titel und ist Champions League-Sieger 2024. Herzlichen Glückwunsch an den ersten FC Saarbrücken Tischtennis. Titelverteidigung tatsächlich gelungen. Tischtennis Europa verneigt sich vor dem FCS. Erwin Berg, herzlichen Glückwunsch. Was macht diese Mannschaft nur mit ihrem Herz-Kreislauf-System? Ja, ich strenge mich schon besonders stark an, aber ich habe es überlebt. Welchen Wert hat für Sie diese Titelverteidigung? Ja, das ist für mich das Größte. Voriges Jahr haben wir mit ein bisschen Glück gewonnen, aber heute haben wir verdient gewonnen. Da bin ich ganz sicher. Wir waren heute ein bisschen besser, gestern schon gegen Ulm, die waren ja Favorit. Und heute Düsseldorf, das war ein 50-50-Spiel und wir haben uns für uns entschieden. Und ich bin überglücklich vor dieser tollen Kulisse. 4.500 Zuschauer, 200 Gäste aus dem Ausland. Ja, das haben wir hier im Saarland, ich glaube, in 60 Jahren noch nie gehabt. Elektrisierend, hat selbst Düsseldorf gesagt, ja. Diese Kulisse. Heißt das, in Zukunft kriegen wir öfter die Champions League hierher? Ja, wir sind in Verhandlungen. Die ETTU hat gestern gesagt, das ist zum ersten Mal gemacht und die wollen das wieder hier wiederholen. Das ist schon mal schön. Geben Sie doch den Zuschauern noch einen Fitnesstipp mit. Ich habe Sie genau beobachtet. 5 Spiele, mindestens 300 Mal aufstehen und wieder hinsetzen. Ist ja. Das Ihr Geheimnis? Ja, du, ich bin noch fit, Gott sei Dank. Du. Und die Mannschaft macht mir so viel Spaß. Und hast du gesehen, die trinken mich. Und ja, das ist, macht Spaß mit der Mannschaft. Und das hält mich jung. Das ist schön so. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam die Siegerehrung an. Frank Grundhäfer. Da ist er, der Titelverteidiger aus Saarbrücken letztes Jahr. Drama pur und auch dieses Jahr wieder. Drama, Baby, Drama. Und Erwin Berg ist ein glücklicher Mann an diesem Tag. Mit Patrick Franziska, mit Darko Jorgic und mit Jutu Maramatsu. Herzlichen Glückwunsch dem ersten FC Saarbrücken Tischtennis. Oh mein Gott, Düsseldorf hat die Champions League schon 6-mal gewonnen. Jetzt darf Saarbrücken noch mal ran. Der zweite Titel für den FCS. Jawohl, da gibt es auch noch ein paar Flames dazu. Tolle Veranstaltung in der Saarbrücker Saarlandhalle. Auch Kompliment an die Ausrichter, aber natürlich das Kompliment schlechthin für den FCS.
Mehr Tischtennis geht einfach nicht. Was für ein toller Tag. Zunächst Glückwunsch an Patrick Franziska zum erneuten Titelgewinn und der Titelverteidigung. Und an Sie, herzliches Beileid, darf man das sportlich sagen? Sie waren wieder so dicht dran, zwei Matchbälle, wie weh tut's? Ja, ich habe wirklich gedacht, ich muss losheulen nach dem Spiel. Habe mich gerade noch so gefangen, aber ja, mir hat es fürs Team leid getan, auch für den Anton vor allem, der sich so gut dann wieder gefangen hatte. Matchbälle gehabt, letztes Jahr auch Matchbälle gehabt und nicht genutzt. Von daher ist es Wahnsinn, dass das zweimal hintereinander passiert. Aber Saarbrücken hat es auch verdient, hat super stark gespielt. Sehr ausgeglichene Leistung wieder. Und auch im Halbfinale schon überragend gespielt. Von daher geht es schon irgendwo in Ordnung, aber wir sind natürlich traurig. Ohne Frage, die Glückwünsche reiche ich gerne weiter. Wie wertvoll ist Ihnen diese Titelverteidigung? Boah, das ist natürlich das Größte, was es im Tischtennis zu gewinnen gibt, im Club-Tischtennis. Und vor allem nach dem Verlauf, wir kommen super rein, führen 2-0. Dann bringt Timo sie wieder zurück, weil er auch einfach eine Granate gegen Abwehr ist. Dann hat Dan gegen mich echt auch sehr, sehr gut gespielt, muss ich sagen. Ich war nicht mal schlecht und dann hat Anton bis zu den zwei Matchbällen wirklich ein überragendes Spiel gemacht. Es ging nur hin und her, mir fehlen ein bisschen die Worte, aber ich bin natürlich mega, mega happy. Ich habe Sie in der Box beobachtet, als es ganz eng wurde für Darko Jorgic, sind Sie nach vorne geeilt. Konnten Sie ihm was mitgeben für diese letzten Bälle? Ja, ich kenne Darko jetzt schon so gut und es ist einfach so ein Heißblut und manchmal ist es auch gut, ihn nochmal dran zu erinnern, dass er vielleicht auch nochmal ein bisschen durch die Box rennt und ein bisschen Alarm macht für die Zuschauer, immer weitermacht. Ich finde, das hat er super bis zum Ende gemacht, aber es lag definitiv nicht an mir, dass er am Ende gewonnen hat. Jetzt sind Sie beide auf dem Weg nach Paris. Ich habe vorhin schon mal zu Timo gesagt, ist das so ein bisschen jedes Spiel so eine kleine Bewerbung, wer es denn letztendlich wird? Ja, klar. Ich meine, jedes Spiel ist wichtig. Ich denke, jeder gibt sowieso immer sein Bestes in jedem Spiel. Heute fand ich es jetzt eher mal wichtiger, dass wir als Mannschaft das Beste rausholen. Darum geht es ja am Ende auch. Aber klar. Herzlichen Glückwunsch zur Titelverteidigung und Ihnen, toi toi toi, bleiben Sie unverletzt, sodass es eine sportliche Entscheidung gibt, wer denn Deutschland bei den Olympischen Spielen im Tischtennis vertritt. Dankeschön Ihnen fürs Zuschauen und Ihnen noch einen schönen Ostermontag.